Hallo meine Freunde und willkommen zu einem kurzen Ankündigungsvideo zum Projekt Ich bewerte eure Zoos. Und zwar geht es darum, dass es erneut einen Reset geben wird, denn mein Postfach ist rappelvoll mit ganz vielen Zoos, sehr viele unfertige Zoos dabei, sehr viele Zoos dabei von Leuten, die gar nicht mehr zuschauen, und deshalb wird es sehr dringend wieder Zeit für ein Reset. Ich habe jetzt auch schon häufig in den Kommentaren gelesen, dass ihr keine Lust mehr habt auf diese unfertigen Zoos und es besser wäre, wenn nur noch fertige Zoos bewertet werden, kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil ich habe mittlerweile im Planet Zoo schon so viel gesehen und es sind wirklich viele Zoos dabei, die mich nicht mehr so richtig von den Socken hauen, sage ich mal. Da fehlt mir so das Besondere. Und viele Zoos sind dann zudem auch noch unfertig, das ist dann allgemein nicht so schön. Und das Schlimme daran ist halt, dass die ganzen richtig, richtig schönen Zoos gar nicht drankommen, weil halt davor ganz, ganz viele unfertige Zoos und sowas sind. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt nochmal ein Reset zu machen. Keine Sorge, der findet nicht jetzt sofort statt. Also der wird Sonntag um 12 Uhr stattfinden, damit ihr noch so ein bisschen Zeit habt, eure Zoos vorzubereiten und die E-Mail dann rechtzeitig einzuschicken. Damit ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, Sonntag 12 Uhr ist der Termin für den Reset. Was ihr beachten müsst, da muss ich einen kurzen Schnitt machen, weil ich kurz überlegen musste. Ich werde auf jeden Fall Sonntag um 12 Uhr nochmal ein Video veröffentlichen, um euch daran zu erinnern. Und dort werde ich dann auch nochmal kurz und knapp für euch alle wichtigen Sachen schildern, die euer Zoo erfüllen muss, damit ich ein Video zu ihm mache. Also am wichtigsten ist, dass der Zoo wirklich fertig und vollendet ist und nicht unfertig ist, weil unfertige Zoos werde ich nicht mehr besichtigen. Und ich möchte nur noch Zoos besichtigen, die wirklich was Besonderes sind, nochmal ein Highlight haben, irgendwie ein cooles Motto, wie zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund. Da seht ihr den Zoo 2212 von Sabrina, wenn mich nicht alles täuscht. Und der hat halt das Motto Zukunft und hat richtig viel mit Lichteffekten in der Dunkelheit und so gearbeitet. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr den mal abchecken wollt. Fand ich zum Beispiel ein gutes Beispiel, ein sehr cooles Motto, deswegen befinden wir uns hier auch gerade. Also es müssen fertige Zoos sein, es müssen Zoos sein, die mich so ein bisschen von den Socken hauen. Und ja, ansonsten müsst ihr gar nicht viel beachten. Die E-Mail-Adresse bleibt die gleiche. Sonntag ab 12 Uhr könnt ihr das Ganze einsenden. Bitte nicht vorher einsenden, weil dann kann ich das nicht berücksichtigen. Und ich werde jetzt auch immer bei jedem Zoo, bevor ich ein Video dazu mache, einmal kurz den Zoo überfliegen und dort einmal reingucken, ob ich dazu ein Video machen möchte oder nicht. Weil es kann natürlich sein, dass es so ein Standard-Zoo ist, den wir schon 1000 Mal gesehen haben. Und dann ist trotzdem schön, dass ihr den dann einsendet, aber dann werde ich dazu kein Video machen, weil ich dann die Zeit lieber nutze für mega krasse, besondere Zoos mit kreativen Ideen und sowas. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Das ist nicht böse gemeint für alle, die jetzt einfach einen normalen Zoo bauen. Das machen ja die meisten. Es muss jetzt auch nicht so ein ausgefallenes Motto sein. Das solltet ihr nicht falsch verstehen. Also es muss jetzt nicht ein Zukunftsmotto oder so sein. Ihr könnt zum Beispiel auch einen normalen Zoo bauen mit aber irgendwas richtig Besonderem. Zum Beispiel ein richtig geiler Unterwassertunnel oder so. Wichtig ist dann, dass ihr in die E-Mail auch immer noch kurz eure Highlights von eurem Zoo mit dazu schreibt, damit ich das auf keinen Fall übersehe, wenn ich den Zoo überfliege. Also schreibt eben rein, mein Highlight des Zoo ist es, oder meine Highlights vom Zoo sind, ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine, ne? Zum Beispiel, mein Highlight des Zoos ist ein riesengroßer Wasserfall, den du noch nie gesehen hast. Als Beispiel jetzt nur. Sowas kann man halt machen. Und eine Sache habe ich noch vergessen, denn es wäre gut, wenn ihr mir eine E-Mail mit Textform noch dazu schickt, wirklich kurz fasst, damit das nicht irgendwie 2-3 Minuten in Anspruch nimmt. Wäre cool, wenn man dann so eine E-Mail höchstens in einer Minute abhakt, damit wir nicht immer so ein langes Vorgeplänkel haben, bevor wir den Zoo besichtigen. Wäre halt cooler, wenn man direkt in den Zoo starten kann und halt nur ganz kurz ein paar Fakten zum Zoo oder sowas bekommt, ein paar Fakten zur Person, aber jetzt nicht einen ellenlangen Text, weil ich denke mal, das ist für euch Zuschauer dann nicht ganz so angenehm. Ihr könnt natürlich gerne auch noch privaten Teil an mich schicken, da könnt ihr dann auch gerne euch länger fassen, wenn ihr mir noch was Besonderes mitteilen wollt oder so. Das ist kein Problem, es geht mir nur darum, dass das Ganze in Videoform dann nicht zu lang wird. Und ja, viel mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung verstehen. Ich habe es auch schon oft in den Kommentaren gelesen. Also ich glaube, ich bin da nicht alleine mit dieser Entscheidung. Und falls ihr das Ganze gut findet, lasst ein Däumchen da. Falls ihr die Entscheidung nicht so gut findet, lasst ein Däumchen runter da. Und schreibt auch gerne einen Kommentar oder so. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz überlegt, ob ich irgendwas vergessen haben sollte. Ich glaube aber nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann Sonntag um 12 Uhr. Da fasse ich dann nochmal alles für euch kurz zusammen, was ihr beachten müsst beim Einsenden. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Sonntag. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.